Hallo zusammen, heute geht es von Ühlstadt nach Hiddensee. Wir nehmen euch wieder mit. Es ist 4 Uhr. Erstaunlich, dass ich so früh aufstehen konnte. Wir wollen heute nach Hiddensee und ich denke mal, dass es gleich losgeht. Jetzt zeigen wir mal, was passiert, wenn der Kompass abgelenkt wird, zum Beispiel durch ein Handy. Michael legt mal sein Handy ein bisschen drauf und uiuiuiui. Wie viel Grad sind das jetzt? Ja, über 10 Grad. 10 Grad Abweichung. Nimm mal das Handy, dreh das mal einmal um und leg das mal nochmal drauf. Nimm mal einmal umdrehen. So, und jetzt leg es nochmal drauf. Das mal über ein bisschen. So, noch ein bisschen. Das gleiche Effekt. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Da ist ein Schlepper mit einem Haus hinten dran. Wie lustig ist das denn? Entweder zieht er um oder der will nach Ühlstadt, um Ferien zu machen. Wird immer diesiger. Auf der anderen Seite scheint die Sonne noch sehr klar, aber die ist ja auch fast direkt über uns. Also ich weiß nicht so recht. Das sieht am Horizont recht milchig aus. Ich habe so das Gefühl, das wird immer nebliger werden. Es ist so diesig mit Mal. Wir hatten das schon einmal, da hat man keine Sicht. Ist nicht so nett, aber ja, müssen wir gucken, was wird. Aufregend. Mit Mal sind so viele Schiffe um uns rum gewesen, wo wir gerade die Verkehrstrennungsstraße kreuzen. Rügen ist in Sicht. Ja, Rügen ist in Sicht und ganz in der Nähe auch Hiddensee. Die kleine Insel genau neben Rügen, auf die kein Auto darf. Wir fahren an dem Leuchtturm Dornbusch vorbei und steuern den Hafen Fitte auf Hiddensee an. Und plötzlich befinden wir uns in einem Märchen.
Ja, das war der Aufenthalt in Fitte. Wir waren 4 Nächte hier auf Hiddensee. Hiddensee ist einfach eine traumhaft schöne Insel. Der schöne weiße Strand, dann auch die Sommerwiesen und die Lärchen, die oben am Himmel stehen. Der Dornbusch, der Leuchtturm von oben, hat man so eine wunderschöne Sicht auf die Botten und die Landschaft. Überall kann man hier Fahrräder mieten für kleines Geld. Baden ist einfach herrlich. Und auch die Geschichte von Hiddensee oder auch die Kultur, die mit dieser Insel verbunden ist. Hier gab es oder haben sich viele Schriftsteller und Dichter aufgehalten, Maler, Tänzer, Palooka zum Beispiel. Und es ist schon eine faszinierende Insel, auch mit ihren Museen und Galerien, mit den Souvenirläden, alles ganz lieb. Und auch die Touristen, die da sind, die gehören einfach dazu. Und es geht wieder weiter. Lasst euch überraschen in meinen nächsten Videos.